Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Story of Seasons, Trial of Towns. So, meine Lieben, ich bin schlafen gegangen und jetzt kommt natürlich die Tour durch die Farm. Guten Morgen, Schwesterchen. Fängst du jetzt mit der Arbeit auf der Farm an? Jawohl. Toll, während du das machst, kannst du mir ja die Farm zeigen. Das macht dir nichts, oder? Nein. Juhu, dann mal los. Ich habe mich gestern mal umgesehen, aber wow, hier ist es ja riesig. Nicht schlecht, sich so einen Ort für seine eigene Farm zu schnappen. Also, was machst du denn hier so? Hauptsächlich Feldfrüchte anbauen, hauptsächlich mich um Feldfrüchte und Nutztiere kümmern. Wow, echt, das ist so cool. Also führ mich einmal rum, okay, und erzähl mal von deinen Feldfrüchten und Nutztieren. Das hat echt Spaß gemacht. Danke für die Tour, Schwesterchen. Weißt du was? Du hast dich verändert, Schwesterchen. Du siehst, ich weiß auch nicht, erwachsener aus als früher zu Hause, reifer. Egal, was ich dich über Feldfrüchte und Tiere gefragt habe, du hast immer sofort mit einem Funkeln in den Augen geantwortet. So habe ich dich noch nie gesehen. Wir haben so lange zusammen gewohnt, aber jetzt bist du wie ein anderer Mensch. Ich werde auch mal so. Glaubst du das wirklich? Mein eigener Traum, Darüber habe ich noch gar nicht wirklich nachgedacht. Es dauert noch Jahre, bis ich erwachsen bin. Aber dich als Erwachsene zu sehen, ist irgendwie cool, Schwesterchen. Was? Ich als Farmerin? Bist du verrückt? Ich will nicht, dass Papa auch noch sauer auf mich wird. Aber weißt du was? Ich fange, glaube ich, was Neues an, wenn ich nach Hause komme. Ich fühle mich so inspiriert. Lass uns zurückgehen und essen. Ich habe Hunger. Wettrennen, fertig, los! Der Letzte muss Frühstück machen und abräumen. Ach Mensch, das ist voll niedlich. So, ich habe wieder ein bisschen Geld bekommen. Wuhu! Was ist denn jetzt schon wieder? Milch und Cracker? Howdy, Shiva. Du bist aber früh auf dem Bein. Wayne? Was machst du denn hier? Was zum... Oh, ich trage nur wie immer die Post aus. Ich musste wegen einiger Pakete eine andere Route als sonst nehmen. Dein Haus ist meine letzte Station. Wie? Ich bin auch ein Frühaufsteher? Ja, das stimmt schon. Ich bin schon daran gewöhnt. Immerhin mache ich das schon seit einer ganzen Weile. Außerdem mag ich die frische Morgenluft. Sie ist so klar und es riecht nach Blumen und Laub. Das weckt einen richtig auf, weißt du? Wie sieht's bei dir aus? Ihr Farmer müsst schon bei Tagesanbruch auf den Beinen sein und anfangen zu arbeiten, wie? Stimmt ja. Ihr müsst euch nach euren Tieren richten, weil sie ihren Tagesrhythmus ja nicht an euren anpassen können. Farmer zu sein ist echt ein hartes Stück Arbeit, wie? Ich habe keine Ahnung. Mir gefällt's aber, also stört mich das nicht. Ja, es ist ziemlich anstrengend. Mir gefällt's. Du machst es, weil es dir gefällt, wie? Du arbeitest so hart, aber lässt dir nichts anmerken. Das ist ziemlich beeindruckend. Oh ja, wie wär's damit? Weil du so hart gearbeitet hast, lass mich dir ein Geschenk geben, das dich mit Energie für den Tag versorgt. Hier, diese Cracker habe ich gestern selbst gebacken. Ich bin gerade so verwirrt.
Also, dass Rain hier auftaucht. Und, schmeckt's dir? Das freut mich. Cracker lassen sich gut lagern und rationieren, also backe ich sie oft. Ich finde, ich bin auch ganz schön gut darin. Sie schmecken besonders gut, wenn du sie in Milch tunkst. Du solltest es mal probieren. Hm? Du musst noch deine Kühe melken? Also darf ich direkt mitkommen? Bist du dir sicher? Ja, komm mit. Wenn das nicht ein glücklicher Zufall ist, ich würde gern mitkommen. Ich wollte schon immer frisch gemolkene Milch probieren. Aber wieso ist er hier? Ich dachte, das geht nicht, wenn ich einen anderen date. Milch und Cracker. Das ist aber echt lecker. Die Milch ist reichhaltig, cremig und hat einen leicht süßen Geschmack. Ich hätte nicht gedacht, dass frische Milch so gut schmeckt. Ist das nicht niedlich? Irgendwie voll niedlich, oder? Wie schmecken die Cracker, wenn du sie in die Milch tunkst? Gut, wunderbar. Meine Cracker sind bei weitem nicht so gut wie die Milch von den Kühen, um die du dich so rührend kümmerst. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wollte ich dich das schon seit einiger Zeit fragen. Warum hast du dich dazu entschieden, Farmerin zu werden, Shiva? Weil ich's kann. Ah, verstehe. Also ist das hier quasi ein Testlauf, um deinen Vater zu überzeugen? Yep, genau. Ich habe mich schon gefragt, warum jemand, der so niedlich und hübsch wie du ist, etwas so Schweißtreibendes wie Farmarbeit machen will. Aber jetzt verstehe ich es. Ich habe dich noch nie bei der Arbeit gesehen, also ist es mir nie aufgefallen. Aber dein Gesichtsausdruck, wenn du in deine Arbeit vertieft bist, ist einfach... Wie kann man das nur ausdrücken? Überwältigend. Oh Gott, er ist so ein Schleimer. Du glaubst mir nicht? Nein, ich lüge echt nicht. Es hat mich ein wenig bewegt, als ich gesehen habe, wie du dich um die Kuh kümmerst. Wenn ich dich so lächeln sehe, wenn du mit deiner Kuh redest und sie melkst, naja, dann denke ich einfach, dass es echt viel Spaß machen muss, sich um die Kühe zu kümmern und auf der Farm zu arbeiten. So eine Art von Frau hat eine viel hellere Ausstrahlung, die nicht nur aus dem Inneren kommt, sondern sich auch äußerlich zeigt. Du musst jetzt nicht schüchtern werden. Ich sag's nur, wie ich empfinde. Allerdings habe ich jetzt schon sehr viel geplappert, nicht? Es gibt noch viele Dinge, über die ich reden will, aber ich kann dich nicht für mich allein beanspruchen. Außerdem kannst du diese hungrigen Tiere nicht länger warten lassen, sonst suchen sie noch selbst nach Futter, weißt du? Genau. Vielen Dank jedenfalls. Lass uns beide heute unser Bestes geben. Alles klar. Oh, was? Was zum... Warum? Okay, ich bin total verwirrt gerade, aber ich ziehe mich jetzt erstmal um. Ich habe es nämlich schon wieder fast vergessen. Ich habe jetzt endlich ein neues Outfit. Woohoo! Endlich mal was anderes als dieses gelbe Kleid. Sehr schön. Ich sehe gut aus. Oh Mann. Wieso kam Rain vorbei? Ich verstehe das nicht. Ich dachte, das geht nicht, wenn man jemand anderes datet. Egal. 1000 Bouquets, neue Produkte. Ich habe jetzt neue Ware im Sortiment. Wuhu. Okay, aber ich muss erstmal noch gießen. Ich bin gerade so mega verwirrt. Das darf doch nicht wahr sein. Da kommt er einfach vorbei. Ich dachte schon, Ford kommt. Aber nee, stattdessen kommt Rain vorbei. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Naja, wer hätte das gedacht? So kann es gehen.
So, jetzt müssen wir hier natürlich erstmal wieder gießen und uns um die Tiere kümmern. Auch hier kommt mal wieder Futter rein. Lulu wird auch eben hochgehoben, damit sie weiß, dass ich sie ganz dolle lieb habe. So, und dann müssen wir endlich zu Ludus. Ich will Felder kaufen. Das will ich ja jetzt schon wieder seit 3 Tagen oder so. Ständig passiert irgendwas. Oh Mann. Also das mit Wayne, das hat mich jetzt wirklich sehr überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Weil ich habe halt jetzt auch gar nicht mehr bei den anderen geguckt, was man da so machen muss, damit dann das nächste Blumen-Event kommt. Aber ich glaube, das war jetzt tatsächlich das Blumen-Event von Wayne. Aber ich muss da nochmal nachgucken. Also ich gucke nochmal nach und dann kann ich es euch ja genau sagen, ob es wirklich das nächste Blumen-Event war. Aber ich glaube schon. Das ist so krass. So, auf jeden Fall wissen wir dann jetzt, dass die Blumen-Events trotzdem funktionieren, selbst wenn wir jemand anderes anscheinend daten. Weil das tun wir doch eigentlich bei Ford, oder nicht? Oder sind wir ihn noch nicht am Daten? Also, ab wann datet man ihn denn dann? Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei. Ich gehe jetzt zu meinem Huhn und denke da nicht weiter drüber nach. Und dann gehe ich zu Ludus und mache die ganzen Sachen fertig, die ich haben wollte. Und dann gehe ich, glaube ich, den Wayne nochmal besuchen. Und die anderen natürlich auch, die brauchen ja alle, die brauchen alle ihre Geschenke. Genau, das wollte ich sagen. So, jetzt aber auf zu Ludus. Obwohl, ich glaube, der ist um 9 Uhr noch nicht in seinem Shop. Naja, dann gehe ich jetzt erstmal den Hammer schwingen. Ich schwing den Hammer. Meine Güte, das hat mich aber jetzt schon überrascht. Ich komme da gar nicht drauf klar irgendwie. Ich komme da voll nicht drauf klar, dass Wayne auf einmal vor der Tür stand. Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht drauf klarkomme. Das hat mich irgendwie so überrascht. Naja, wird schon, ne? Wird schon werden. Ja, bei Ford brauche ich halt erstmal jetzt die nächste Blumenfarbe. Vorher passiert da leider nichts mehr. Und bisher bin ich noch nicht sehr weit gekommen mit den Blumenfarben. Ach, jetzt machen die gerade auf. Ich wollte gerade reingehen. Da hätten sie auch noch ruhig ein bisschen warten können, bis ich drin bin. Naja, egal. So, er kriegt auf jeden Fall hier seine Blume. So. Okay, er hat auf jeden Fall die hellblaue Blume, aber die hat er ja schon lange. Warum kommt er denn dann ausgerechnet jetzt? Verstehe ich nicht. Aber egal. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, bis zur dunkelblauen Blume dauert es noch eine ganze Zeit, bis das passiert. Genau. Was wohl Ford dazu sagen wird, wenn er das mitkriegt, dass ich da mit Wayne Kekse und Milch gegessen und getrunken habe. Na, wer weiß, vielleicht ist es ihm ja auch egal. So, gehen wir doch mal Ford besuchen. Hallo. Du kriegst natürlich deine Minze wieder, bis du endlich eine andere Farbe hast bei der Blume. Hat er aber noch nicht. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber gut. So, hier nochmal den Hammer schwingen.
Okay, okay, das reicht. Und leider immer noch kein Amethyst dabei, aber das ist nicht schlimm. Wir finden das schon noch irgendwann. Irgendwann. So, ich gehe jetzt erst zu Ludus. Ich will endlich meine Felder da machen und die Bäume pflanzen, weil die brauchen ja sowieso 2 Monate oder so, bis sie dann gewachsen sind. Dementsprechend möchte ich das natürlich schon mal in Angriff nehmen, damit die dann irgendwann in den Jahreszeiten, wo was dran wachsen soll, damit dann da auch was dran wächst, ne? So, wehe, Ludus ist heute nicht am Arbeiten. Dann gibt's aber Mecker hier. Doch, er arbeitet. Juhu! So, hi. Ich will erstmal bei Werkzeugen gucken. So, den Hammer können wir, den Flächeneffekt könnten wir verbessern. Die Leistung leider immer noch nicht. Auch leichter können wir es noch nicht machen. Bei der Gießkanne könnte ich den Flächeneffekt. Ach so, nee, Moment, ich könnte das wieder zurück machen. Ach so. Ach nee, das ist ja Blödsinn. So, ich will die vergrößern. Ach, dafür brauche ich immer noch einen Kristall. Stimmt ja. Stimmt ja, da war ja was. Okay, so, Farmbestandteil-Service. Ich möchte, du hast neue Waren. Tropische Wasserquelle. Westliche Werkzeugkiste, fernöstliche Werkzeugkiste. Tropische Werkzeugkiste, westliche Lagerkiste. Mhm. Hölzerner Stall. Aha, aha. Stammesstall, hölzerner Stall. Großes hölzernes Hühnerstallhaus. Eine Saatgutscheune. Und eine Molkerei gibt's auch. Düngermaschine. Futterscheune. Ach du meine Güte, auf einmal ist richtig viel dazugekommen. Und dafür brauche ich voll viele Sachen. Oh Gott. Aber egal, ich bin ja jetzt erstmal hier, weil ich. Laternenbogen. Oh Mann, so viel Deko. Begrüßungsbogen. Zaun. Pflanzter Pferdewagen. Uhrenturm, westliche Lampe. Alte Sitzbank. Räder und Bretter, große Glocke. Ach du meine Güte. Hier gibt's ja richtig viel. Weihrauch. Boah, wie viel gibt's denn hier auf einmal? Korallenriff, Tropen, Turm. Und hier oben ist Feld. So. Ich möchte 2, 3, 3 machen wir mal. Okay. Das muss anscheinend nicht gebaut werden. Hat der hier auch Erde? Weil dann könnte ich noch mehr Felder machen. Ich glaube, mit 3 komme ich nicht weit. Nee, der hat keine Erde. Ach, muss ich dann echt zu Miranda, um Erde zu kaufen? Ach Mann. Na gut. Aber egal, meine Lieben. Ich werde mal einen Cut machen. Wir sehen uns in einem neuen Part dann bald wieder. Bis dahin. Tschüssi.